Hey yo Freunde, euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch, Prösterchen. Das ist schon ein Limit, das ist schon, da muss gleich ein neuer her. Getriebeöl für unseren Suzuki habe ich auch schon am Start. Jetzt nicht das allerbeste, aber 75 W90, schon perfekt. Der André ist da von Interflon. Der Mercedes ist da, mein Vater schwirrt die auch noch um. André, ich danke dir, du kommst aus dem tiefsten Bayern? Genau, ja. Ja? Ja, München. München? Ja, genau. Okay. Na, nee. Leute, und zwar ist Interflon, kann ich ja, habe ich schon ein paar Mal im Video erwähnt, und zwar ist der André der Experte, was es betrifft mit Schmiermitteln. Genau, Schmiermittel, fette Öle, genau. Reiniger, die dazu gehören. Genau. Genau. Also ich habe ja von euch ein Probepaket bekommen. Da hatte ich ja einfach ganz neue Katar getestet und du hast mir gesagt, Shannon, probier das unbedingt aus, wenn es um das Thema Glühkerzen geht. Genau. Hattest du mir gesagt. Und da hatte ich ja zufälligerweise, also wir wollten ja ursprünglich an den Mercedes hier, da ist ja der sechste, die sechste Glühkerze ist defekt und geht auch sehr schwer raus. Ich habe das einmal probiert und habe auch sofort aufgehört. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Das bewahre ich mir auf, wenn du sowieso in der Nähe bist und wir machen das zusammen. Genau. Jetzt würde ich dich bitten, weil auch viele Zuschauer gefragt haben. Ich habe das ja über Amazon auch verlinkt und den Leuten gesagt, probiert es auch mal aus und so. Da kam doch ziemlich viel Resonanz von euch und jetzt habe ich mir gedacht, erklär uns mal die drei wichtigsten Öle, die wir jetzt hier brauchen und Fette, um einen Injektor auszubauen, um das Gewinde zu schützen, damit der nächste Ausbau in wenigen... Genau. Genau. Dazu haben wir hier was hingestellt. Also ich bitte dich jetzt einfach... Vielleicht jetzt nicht zu viel Technisches, aber... Nein, das ist schon klar. Genau, das wäre... Ich filme dich jetzt und du erzählst uns bitte was darüber. Wie ihr bei Shannon ja schon unser Finn Super gesehen habt. Genau, das hatte ich bei dem Audi A3, falls ihr euch erinnert. Das ist einer von unseren Top-Sellern, den du im Werkstattalltag generell recht gut gebrauchen kannst. Wir sind mal silikonfrei, das ist ganz wichtig. Shannon jetzt auf die Glühkerze angesprochen, beziehungsweise... auf die Glühkerze gesehen. Ja, also die sechste ging wirklich sehr, sehr, also ich habe aufgehört zu drehen, weil es wirklich so schwer war. Genau, also wenn man jetzt eine Glühkerze hat, wo ich weiß, okay, die Dichtung unten ist noch relativ dicht, benutze ich eigentlich hauptsächlich nur den Super. Ich setze das gut ein, ich muss den Motor vorher gut heiß oder warm fahren. Gut, das muss man grundsätzlich, glaube ich, ne, bei jedem. Dann natürlich einsetzen, ein paar Minuten warten, zwischen 5 und 10 Minuten und dann kann es eigentlich schon mit raus machen, losgehen. Das geht recht schnell. Wir dringen ins Gewinde ein, wir lösen den Dreck sogar mit an. Wenn es jetzt einmal sein sollte, dass das nicht aufs erste Mal funktioniert, dann setzt man nochmal nach. Ja. Und wenn ich aber weiß, okay, ich habe vielleicht oben schon Öldämpfe austreten oder so, dann nehmen wir unseren EM30. Den geben wir noch mit dazu. Das ist ein Entfetter, den spritzen wir vorher ein. Unser Finn Super dazu und dann. Also nochmal für mich, für die Zuschauer. Ja. Also, wenn ich einen Injektor oder eine Glühkerze habe, wo ich deutlich außen herum sehe, oh Scheiße, das sind Rußspuren, dann ist natürlich im Umkehrschluss klar, dieser wird schwerer abgehen, weil er natürlich drumherum festgebacken ist. Ja. Dann sagst du also, soll man diesen zusätzlich benutzen? Genau. Weil die beiden in Kombination laut deiner Meinung die ultra krasse Macht dann ausüben, wenn man so sagt. Also der eine löst den Ruß und der andere das setzt den Dreck im Gewinde frei. Genau, verstehst du das richtig? Genau, also wir lösen hier die Verkorkungen an oder auch die Ölrückstände, die wohl praktisch im Kanal oder im Gewinde drin festsitzen. Okay. Meistens sitzt hier unten an der Passung. Ach, da ist er. Papa. Hallo. Der repariert gerade meinen Türgriff, der ist schon. Hier wird schon, ja. Entschuldigung. Genau, meistens an der Passung unten, wo praktisch diese Ölkohle sich ansetzt und dann auch. Eklig. Wir lösen das damit an, ja, sodass ich dann zumindest so weit frei bin, dass ich die Glühkerze rausdrehen kann. Oder Injektor oder. Genau. Also das ist ja wirklich, André, das ist ja kein Spaßthema. Da können viele Tausende von Euro. Im Umkehrschluss, wenn man nachher doch zu schnell, zu arg oder mit schlechten Mitteln, wie auch immer, rangeht, Zylinderkopf ab und was weiß ich nicht, Gewinde ausbauen, schneiden und ausbauen. Du weißt selber, wie hardcore das ist. Aber ich bin beeindruckt, wirklich, es ist ja schon viel selbstbewusster, wenn man sagt, unser Mittel sorgt dafür, dass man das doch noch rauskriegt. Ich persönlich, ich schraube ja auch. Ja. Ich habe bis jetzt keine nicht rausgekriegt. Also das ist wirklich... Und ich habe auch keine abgerissen. Also Leute, so, ganz kurz. Wir haben hier 10, das wäre schön, 10 Zylinder Diesel. Wir haben hier 6 Glühkerzen. Definitiv ist der 6. kaputt. Definitiv. Papa, bei dir geht ja noch die Spirale immer rechts dann an, ne?
Diese kleine Spirale, ganz am Anfang, wenn du morgens startest. Ja, genau. Genau. Das ist, weil das Steuergerät meldet, der sechste, da ist wahrscheinlich der Widerstand zu hoch, weil das Ding durchgebrannt ist. Definitiv, bei dem fangen wir auch am besten an, weil der Motor ja jetzt betriebswarm ist. So Leute, wir machen das ganz schnell jetzt, damit er nicht zu sehr abkühlt. Motor wird jetzt zerlegt hier an dieser Stelle. Relrohr muss wahrscheinlich ran, damit wir drankommen. Ich werde aber das Ganze mitfilmen, damit ihr von vorne bis hinten sehen könnt, was Interflon heute rockt. Alles klar, dann würde ich sagen, let's do it. So Leute, direkt geht's auch schon los hier. Ich muss unbedingt jetzt, aber der André sagte schon gerade, ach, mach dir nicht so viel Sorgen. Der behält ja noch viel Hitze in sich. So ein Diesel braucht zwar lange zum Warmwerden, aber dann braucht auch lange zum Abkühlen. So, ich guck gerade mal, eine Schraube, der Rest ist Torx. Aber das mit der Tür nervt mich extrem. Das finde ich gut, dass ihr das repariert. Ihr fleißigen Bienchen. Ja, genau. Aber ich bin wirklich beim Thema Glühkerzen, da werden die Zuschauer bestimmt mir auch recht geben. Ja, es ist ja da auch. Da wagt immer, sich kaum einer ran und ist, vor allem. Dieses russisch Roulette. Ja, genau. Russisch Roulette. Und weißt du, was das richtig krasse ist, André? Wenn du zu einer Werkstatt fährst, es gibt Leute, die verweigern die Annahmen. Ja, ja. Wegen dem Risiko. Ja, also es gibt ja, klar, irgendwo ist das natürlich auch verständlich, weil die Werkstatt kann sich damit ja auch einen Strick ziehen, ne? Wenn die sagen, ja, machen wir und nachher passiert was und der Kunde rechnet nicht damit. Also ich finde das Thema Glühkerzen oder Injektoren, vor allen Dingen bei diesen PSA-Motoren, ey, das ist ja eine Verkokungsstruktur, das ist ja... Ja, oftmals kommt ja dann noch das bei Ducato oder so, kommt ja noch eventuell... Oder beim Renault, was ist das? Tango, glaube ich, da läuft es ja oben direkt rein. Ja, ja, stimmt. Da ist ja der Ablauf direkt drüber, wo es dann der Rost noch dazu kommt und... Also dieser, zum Beispiel dieser Transporter Peugeot Boxer. Ja, genau. Hey. Da ist auch das Gleiche. Da ist der Ablauf genau über der Glühkerze. Ja, es ist. Und habe ich das öfteren gehabt, wenn du da dann die abreißt, kannst du den Motor ausbauen, wenn du so nicht hinkommst zum Ausbauen. Das ist Wahnsinn. Also, so dafür kosten nachher hast. So, der ist noch warm. Ja, siehst du? So. Ach, warte mal, wir brauchen noch nicht mal das Relrohr machen. Wir kommen so dran. Ja. Stimmt. Das, ja? Ja. Ich werde euch jetzt mal auf die Seite nehmen und dann zeigen wir genau. So, jetzt ist beim Deckel abnehmen natürlich eine Sache aufgefallen. Natürlich, irgendwas fällt ja immer auf. Wisst ihr noch das Thema mit der Nockenwelle? Mit dem Nockenwellensensor? Motor startet, alles wunderbar. Aber schau mal hier, wir haben gerade schon gegrübelt. Der verliert Öl an der Dichtung. Direkt hier läuft die Scheißsuppe rein. Ach, das heißt, ich muss da nochmal die... Da ist so eine kleine Ringdichtung. Die muss ich tauschen. Naja. Jetzt habe ich mir gedacht, da ich ja das Interflon noch testen möchte, filmt jetzt der Andreas, André. So, ich nehme mal hier den raus. Kommst du vielleicht hier rüber? Dass man die. Genau. Ah, ich habe echt gedacht, wir müssen das Relrohr abnehmen. Mit einer Spitzhange ziehe ich die hier raus. Da schlummert schon der kleine Lümmel. Da kann man den sehen. Ne? Kann man gut sehen, ne? Ja. So sehen sie ja schön blank aus. Aber wenn ich die. Oh, bist du immer noch der Meinung, dass wir die leicht rauskriegen? Guck mal, wie das da drumherum aussieht. Schön. Mhm. Schön ehrlich. Stress, alles. Gott, du bist ja hier. Ja, eben. So, ich ziehe die erstmal alle raus. Zwei. Warte, wir haben sechs Stück. Da hinten sehe ich noch ein. Drei. Das ist ja auch der Übeltäter, der kleine Lumpi. Vier ist noch einer, genau. Also immer noch Leute, viele von euch haben mir geschrieben und bestätigt so, oh nein. Da ist jetzt die Kappe, aber das ist nur, der Kontakt ist noch da, alles gut. Da ist jetzt diese Kunststoffkappe runtergefallen, muss ich gleich mal suchen. Ja, ist alles nicht mehr so jung. So, warte, wir haben eins, zwei, hier muss noch einer, da ist noch einer. Hier ist noch einer. Zusammendrücken und ziehen, aber die sind ja auch ewig und drei Tage verbaut. Ja, der ist auch heilig geblieben. So, eins, zwei, drei, vier. Ich muss schon auf den Motor klettern. Oh. Hey, ist halt kein Spielzeug. Ja, ehrlich. Da, der fünfte ist noch. Weißt du, es muss ja auch immer so sein, André, dass der hintere kaputt geht. Oder ja, ein Problem hat, ne? Ist ja typisch. Wobei es bei Glückherzen meiner Meinung nach keinen Unterschied macht, weil wenn einer kaputt ist, also ich persönlich mache immer alle. Ja, aber für die Montage ist es natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. So, ich würde vielleicht vorschlagen, André, wenn ich dir da zuvorgreifen darf, wenn ich jetzt mal hier kurz mal
Da ist Dreck drin da unten. Mhm, das blasen wir vorher raus. Genau, das wollte ich gerade sagen. Halt mal bitte, dann hole ich mal Druckluft. Muss ja nicht sein, oh warte, muss ja nicht sein, dass wir jetzt die Blätter mit einsprühen, das ist ja auch nicht dafür, dafür ist das Zeug zu kostbar. Genau. So. So, einfach mal jetzt. Mit dem Auto. Beziehungsweise, wo war der Vorbesitzer? Der weiß es ja nicht. Ich habe ja nie den Stecker abgezogen. So. Also, wie wir schon sagten am Anfang, Verkokungen haben wir ja gar nicht. Das sieht man ja eindeutig. Also, Ruß durch die Verbrennung ist ja gar nicht ausgetreten. Dann können wir jetzt, wie du sagst, auch das Film nehmen. Genau. Und direkt jetzt drauf sprühen, ja? Ja, genau. Jetzt setzen wir das Ding richtig schön ein. So, und dafür ist nicht aufgeräumt, aber das ist trotzdem viel. Ich räume dir nicht auf. Nee. Ich habe hier so ein paar, siehst du, ein paar Gadgets. Können wir auch zum Zeigen, wie warm der Block ist. Einfach mal, weil hier, wenn ich hier so. Okay, Batterie leer. Batterie leer. Ich habe aber noch einen. Ich hätte im Auto, glaube ich, auch noch einen. Warte, irgendwo habe ich noch einen gehabt. Ich weiß. Ja. Ja. Da ist eine Dingsbatterie drin. Ja, habe ich nicht dabei. Soll ich mal schauen? Warte. Ich habe hier vom DB-Messer. Den können wir mal kurz. Warum hast du ein DB-Messer? Nee, andere. Weil ich Tests gemacht habe. Gut, auf den Test müssen wir jetzt verzichten. Also es heißt, ich könnte ein Spiegelei, oder? Papa, du bist als ehemaliger Spiegelei, will er es schaffen? Ja. Ja. Okay, Papa ist ja. Ja. Kann man sagen, Malkoch oder bist du noch Koch? Offiziell bist du noch Koch, ne? Warst du auch. Okay. Gelernt, aber. Gut. Hat die Seiten gewechselt. Ja. Ich kletter jetzt hier rauf. Von Küche vorne. Genau. Ich muss ja da hinten dran. Der gute Träger, auch nochmal ein Beweis, dass es festgeschraubt ist. So, ich sprühe, wie viel soll ich machen? Setz einfach mal gut ein. Gut. Da ist ja eine kleine. Aber gut, genau. Schütteln. Und du sagst es immer. Genau, immer gut schütteln. Weil sich das Teflon unten absetzt, ne? Ja, genau. Genau. Das ist generell, wenn man eine Dose hat, das ist auch egal, welche Name da drauf steht. Wenn da eine Kugel drinnen ist, dann ist die auch nicht im Kopf. Ja, ja, richtig, genau. Richtig. Vielleicht können wir den Leuten noch was sagen wegen Temperatur, nicht dass einer denkt, weil hier auch das Feuersymbol ist. Nee, also mir das Feuersymbol ist eben aus dem Grund von einem, es ist ja ein Aerosol, ich brauche ja praktisch ein Treibgas, deswegen ist das Feuersymbol auch drauf. Okay, hier ja. Kannst du vielleicht mal reinfilmen, also so habe ich das jetzt eingedeckt, zu viel, zu wenig, passt schon, ne? Ja, das ist das so, genau. Der blubbert schon schön. Wie es blubbert, dann läuft es richtig schön im Gewinde runter. Und ey, das fand ich letztes Mal schon so genial. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Also ich meine, es soll ja da runter. Also ich, sorry, dass ich das jetzt mache, aber ich bin einfach safety first, weißt du? Ja. Jetzt denkt sich natürlich da draußen einer, warum soll ich für so eine Dose, was weiß ich, 10, 20, 30 Euro ausgeben? Aber wenn man sich jetzt überlegt, die Folgeschäden, Zylinderkopf ab, Gewinde schneiden, das hatten wir gerade alles aufgezählt, das ist, dann denkst du dir, scheiße, jetzt nicht mal 100 Euro für eine Dose ausgegeben. Genau. Aber ich sag dir jetzt schon, André, das ist jetzt natürlich auch ein Anspruch, ne? Ich werde nichts rausschneiden. Ja, mach mal. Wir wollen ganz ehrlich bleiben. Ja, alles gut. Ich bin, genau. Ansonsten höchsten Respekt, sag ich dir ganz ehrlich. Ich hab, weißt du, wenn ein geiles Produkt hast, ja. dann brauchst du praktisch, ja. Keine Angst haben. Also ich kann halt einfach hinter meinen Produkten stehen. Das ist halt einfach. Ich schraube selber schon seit Ewigkeiten, ich habe den Schmarrn gelernt. Aber du musst offen zugeben, viele erzählen viel, wenn er dann ja, ist. Genau. Ich sage immer zu meinen Kunden. Nur mal so als, ne? Ich sage zu meinen Kunden immer, probiert es aus. Ich habe zu dir gesagt, als wir Kontakt miteinander aufgenommen haben, ich schicke dir was, spiel dich damit. Ich möchte nicht voreingenommen irgendwie Einfluss auf dich einnehmen oder so, sondern ich schicke dir was. Er hat mir sogar gesagt, er ist Zuschauer, schon lange Zuschauer. Ja, von mir. Ich schaue schon 2 Jahre, genau. Ja, über 2 Jahre. Darf ich das sagen, dass du sogar ein IHK-Ausschuss bist? Ja, klar. Also er prüft die neuen Mechatroniker. Okay. Oder ist mit da dabei. Ja, es sind ja meistens 4, 5 Leute oder so. Ja, genau. Also 4 Leute. Okay, genau.
Ja, geil. Also ich habe, wie gesagt, auch bei dir ist das ja der Verhältnis ein Kunde. Bei mir ist es natürlich Zuschauer und ich bin natürlich, kannst du verstehen, wenn du auch lange meine Videos siehst, also ich bekäme wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemandem irgendwas empfehle, genau, wo ich nachher selber denke, so scheiße, wenn das einer zu Hause macht, bitte auf die Schnauze. Nein, genau. Generell. Ja. Weil es wäre ja wirklich so. Es ist ja auch generell, es soll ja eine Arbeitserleichterung sein. Ja, eben. Also man kann vieles testen, auch wenn es Billigzeug ist, jetzt ganz allgemein, und sagen, guck mal, das kommt aus China, aber es tut. Ich habe zum Beispiel ein ganz cooles Beispiel, in der Zeit, wo wir warten, Innenraumbeleuchtung. Die Leute kaufen das wie verrückt. Mhm. Kostet 20 Euro, damit kann man seinen Fußraum und so beleuchten. Ne? Ich sehe das ja unter Amazon, wie viele Leute das kaufen. Ich finde das auch super toll und ich sage euch bis heute, es ist ein Billigartikel, es bringt viel und ich habe bis jetzt noch keine E-Mail bekommen, ey, Schneller, was hast du da für einen Scheiß erzählt? Das funktioniert gar nicht oder was weiß ich was. Genau. Und deswegen möchte ich das auch wenn Interflon eine Riesenfirma ist, auch wenn Interflon überzeugt ist von seinen Produkten, aber wir müssen den Leuten immer was beweisen. Genau. Und das tun wir. Das tun wir. Da sind wir ja dabei. Perfekt. Also läuft. Nee. Also, am Audio hat es ja funktioniert. Ja. Da war ich. Von Anfang an. Ey. Das funktioniert. Das funktioniert. Nein, alles gut. Alles ich habe, also es werden mit Sicherheit auch Kunden von mir im Gebiet, also ich, wie man unschwer erkennt, ich komme aus Bayern. Ja. Ich habe ganz viele Kunden, die Kfz-Mechatronik, große Kfz-Werkstätten, Vertragshändler, Porsche-Zentren etc. etc. Die würden sie einsetzen, wenn es 6.000 wäre. Ja. Und wie gesagt, wir sind da im High-Performance-Sektor. Und oftmals komme ich dann auch zu einer Kfz-Werkstatt, die nicht so groß ist. Und sagen, oh, so teuer. Was soll ich teuer ist meistens das Argument. Ne? Genau. Also, ich kann halt unser Film super. Ja. So breitfächrig in der Anwendung einsetzen. Ich kann es als Silikonsprayersatz nehmen. Ja. Hast du mir erzählt, eigentlich für viele Dinge. Ne? Genau. Ich kann es trocken reiben, ich kann es als Rostlöser nutzen, weil es richtig guter Rostlöser ist. Also, glaubt man gar nicht, wenn man das so hört. Genau. Man glaubt auch, es gibt einen ganz bekannten Hersteller aus den USA mit einer blau-gelben Dose. Ja. Das ist das Allheilsmittel, kann man übrigens an jeder Tankstelle kaufen. Ja, genau. Hat vier ich sage keine Namen. Aber das ist das beste, tollste Zeug. Es gibt Leute, die schwören drauf. Aber ey, wenn du mal so guckst, ne, die haben es geschafft. Ja, in jedem Haushalt. Ja, in jedem Auto. Genau, also es gibt YouTube-Videos darüber, wie man sein Klo mit WD-40 reinigt. Ja, ich weiß ich. Ne, das ist ja alles schön und gut. Aber wenn man halt genau auf die Dose drauf schaut oder mal Sicherheitsdaten was gesehen hat, ist es nur Petroleum. Mehr ist es nicht. Ich weiß nicht. Die haben es auf jeden Fall marketingtechnisch top gemacht. Genau. Das ist irgendwie. Können wir schon mal rein? Sollen wir mal den ersten probieren? Was haben wir denn jetzt zeitlich? Ja, rauchen wir eine und dann lass es mal. Okay. Dann rauchen wir jetzt eine. Nimm ruhig den. Ich nehme mal kurz. Danke. Nur damit. Also wir lassen noch mal so 5 bis 10 Minuten wirken. So ist der aktuelle Stand. Da ist noch Flüssigkeit zu sehen, aber vieles ist schon versickert. Alles klar, André, wir werden es gleich sehen. Komm, Papa, wir trinken jetzt einen Kaffee. Ja, komm. Alles klar. Bis gleich. Jetzt ist es soweit. Boah. Ja, jetzt können wir, glaube ich, keinen Spiegelrahmen mehr braten, oder Papa? Ne, der ist beschäftigt. Ist noch heiß, ne? Ist noch heiß, aber... So, 10er Nuss. Der Zylinder hatte ja kein Problem, also laut Steuergerät. Okay, jedes Mal wieder. Nein, das lag. Nein. Okay, zweiter. Ich sag nichts. Nein, also da, gut, ich hab aber auch nicht angesetzt. Nein, das kann nicht sein. Alles klar. So, der zweite. Leute, jetzt ihr, bitte. Also ihr kennt mich. Also sowas ist jetzt, Papa, guck mal. Ja. Wir haben jetzt Kaffee getrunken. Ja. Nicht, dass die Leute denken, oh ja, der hat geschnitten, bla bla bla. Also wirklich, ohne Scheiß. Ehrensache jetzt, ne? Ich war wirklich nicht dran. Dass natürlich jetzt André so über beide Gesichtshälften grinst, ist klar. Aber seid ihr gegönnt? Ich vertraue meinen Produkt. Ja, gut. Nein, ich komme nicht dran, warte. Sollte es echt so sein? Nee, das ist zu spitz. Ist zu spitz. So. Das kennen sich ja nicht tausende von Kunden. Schau mal, wo das Öl ist. Schau mal.
Nein. Nein. Okay. Wir legen das hier hin. Papa, jetzt komm du. Jetzt komm. Also man sieht hier wirklich, das Öl ist wirklich... Du, guck mal. Also, jetzt hält er die... Ja, okay, es ist da reingeflossen. Papa, guck mal bitte. Damit du mir jetzt mal... Also du schraubst ja nie am Auto. No, normal nicht. So. Versuch mal. Ja. So jetzt gerade halten und so drücken. Was würdest du sagen, wie schwer? Gar nichts. Ist schon lose. Du Scheiße. Okay, wir haben ja noch den sechsten. Ja. Alter. Okay. Ich bin beeindruckt bis jetzt. Also, da ist wirklich geht, wie Butter. Nein, die Scheiße ist, es läuft wirklich ins Gewinde. Das ist die größte. Kannst du mir Zangen geben? Oh. Danke. Genau, Andreas macht es schon. Kannst du mir eine neue geben, damit jetzt kein Dreck ins Gewinde kommt? Danke. Ja, das sind die Mintdinker. Das sind die Mintdinker. Ich setze mal aber noch einen mit HT1200. Ja, ach so. Okay. Ich halt mal. Okay. Also man sieht hier... Oh, ist aber schön warm noch. Ja, klar. Schau mal, wie die Scheiße da runtergelaufen ist. Ey, es ist wirklich so, ich rieche es auch da unten. Ja, ich lüge dich ja nicht an. Ich hab nichts doch noch nicht angelegt. Also ihr seid mir Kameramänner. Ihr haltet die Kamera schlimmer als irgendeine Frau. So. Schlimmer wie B-Roll. Ja. So, jetzt sagst du... Genau, jetzt, wir wollen ja... Also, es kann ja immer mal passieren, dass unten die Abdichtung kaputt geht und dann läuft mir die Schose da hoch. Ja. Dann habe ich hier die Verkokung und das ist ja deswegen am meisten. Das ist das Brutalste. Genau, dass ich dann nicht mehr rauskriege. Ja. Wir haben dazu dafür natürlich auch Produkte, das ist unsere HT1200 Paste. Das ist auch wieder mit dieser mit unserer MIGPOL oder Teflon-Technologie. Das setzt sich eigentlich immer. Sehr viel Teflon integriert in den Dosen, ne? Genau. Also wir machen, also unsere Fette und unsere Öle basieren immer auf Teflon. Also auch PTFE, das ist auch unser eigenes Verarbeitungspatent, das nennt sich MIGPOL. Okay. Das sind polarisierte und mikronisierte Teflonteilchen. Und die verschließen die Rautiefen von Stahlteilen und so weiter und so fort und überbrücken dann praktisch dieses Slippen. Würde ich jetzt das jetzt einfach nochmal nennen. Vielleicht für die Zuschauer slippen. Wenn ich jetzt zwei Stahlteile habe und die aufeinander lege oder zwei Stahlplatten aufeinander lege und dann Druck dazu kommt, dann habe ich das Problem, dass sich die Rautiefen ineinander verhaken. Und also dann mikroskopisch reden wir jetzt, ne? Von der Dings her. Also irgendwo ist immer eine Reibung, weil da so Vertiefung. Und wir verhindern durch diese MIGPOL-Teilchen, die sind eben ganz, ganz klein. Ach, die füllen die Lücken. Die füllen die Lücken, sind rund und was zu viel am Material ist, was jetzt die Lücken, also wenn die Lücken geschlossen sind, was zu viel ist am Material, das bleibt an der Oberfläche haften, weil es negativ aufgeladen ist. Ja. Und arbeitet dann mehr oder weniger so gesehen wie ein Lager. Wenn ich jetzt ein Kugellager habe und Kugel auf ein Brett drauf, dann arbeitet es ja auch so. Okay. So, also bildlich gesehen. Okay. Genau. Und unsere MIGPOL Paste 100, HT 100 hat auch MIGPOL, aber auch dieses Teflon drin. Ja. Ist aber kein Schmierfett, sondern eine Paste, nimmt man für die Bremsen beispielsweise her oder eben für Lambda-Sonden, Injektoren zum Einsetzen oder eben auch die... Aber ja dann optimal zum Verhindern von Anhaftungen. Genau. Ey, was es für Sachen gibt da? Wahnsinn. Genau, es basiert halt auf Keramik, ist eine weiße Paste, da braucht es auch nicht viel. Das ist einfach gut. Weil die Dose ist noch voller Stoff. Die ist noch voll mit Stoff, genau. Komm, ich mach die direkt rein. Genau, und rennen mit. Krass. Dann haben wir auch die... Chance weg oder die Gefahr weg, dass natürlich direkt reinkommt. Genau. Falls sich jetzt einer wundert, warum ist denn das hier schon so bläulich verfärbt? Für diejenigen, die es nicht wussten, das werden alle sonst werden es eigentlich alle wissen. Die Glühkerzen werden grundsätzlich vor dem Verkauf immer getestet. Und deswegen haben die mal die Temperatur dann halt. Ne? Dann sieht man da die Verfärbung. Dass sie ein bisschen braun werden. Ja. Darf ich noch eine Glühkerze haben? So, ich ziehe die jetzt nur handfest an. Aber ey, wenn das jetzt wirklich so weitergeht, dann bin ich aber ehrlich, schwer beeindruckt. Leicht abgegangen. Nein, das ist echt wirklich schon... Also das war bei dem Audi aber auch so. Hast du nochmal dieses HT? Das... Wo bist du, André? Okay, solange er da draußen ist, mache ich den nächsten lose. So. Ich will jetzt nichts Falsches nehmen. Warten wir nochmal, bis er gleich kommt. So, Dritter.
Ey, aber auch wirklich gar kein Gefühl von Widerstand? Nein, man merkt ja, ob ein Teil so bombig ist. Merkt man ja. Ja. Aber hier merkst du so, hä, es wird weicher, Bub. Ich kann es mit der Hand rausziehen. Okay. Wir nehmen das alles mal so in uns. Da ist der nächste, kannst du den einsprühen, dass ich die direkt einbaue? Genau, ich habe jetzt so die Paste aus der Tube geholt, weil es dann ein bisschen ist nicht ganz so eine Sauerei. Achso, gibt es den Sprüh und also Tube? Genau, gibt es in der Tube. Ja gut, okay. Ey, guck dir das an. Und hier sieht man aber schon Verkokung. Aber trotzdem alles voll. Boah. Ey, okay. Oh, oh. Hast du ein paar Dosen davon noch im Auto? Ja. Ich würde gerne mal vielleicht im Livestream ein paar verlosen. Können wir machen. Ja, ich glaube, da ist doch Interflon bestimmt mal. Also für mich ist natürlich wichtig, dass die Leute das vielleicht mal zu Hause testen können auch. Klar. Vielleicht auch eine Werkstatt unter euch. Das machen wir uns nichts vor. Es gibt auf dem Markt tausende von Lösemitteln, aber das ist jetzt gerade. Ja, und auch jeder sagt, das ist das Beste und das Tollste. Das ist auch klar. Ich sag immer zu meinen Leuten oder zu meinen Kunden, probiert es aus, wenn ihr nicht zufrieden seid. So wie du warst bei mir. Dann so. Redet mit mir. Der nächste. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Es ist ganz weich. Wie als ob ich, weiß ich nicht, einen Kuchen anschneide. So. Ja. Neue Schrauben wäre. Nein, das ist. Aber ich bin da bei dem Sechsten gespannt. Der fühlte sich nämlich so an, wie ich das gerade formuliert habe. Man merkt so richtig so, oh, das ist hart. Entweder kommt Knack im Sinne von gebrochen oder Knack, jetzt ist er lose. Und das ist immer so dieses Gefühl, die Mischung. Boah, erschreckend. Also ihr werdet schon wissen, Dieselfahrer werden wissen, was ich meine. Ich werde dann meinen Passat in die Glühkerzen auch tauschen jetzt, ne? Ja, klar. Ist ja logisch. So. Hast du noch eine neue für mich? Klar. Mal gucken, wie die jetzt aussieht. Boah, die kriege ich gar nicht raus, weil die hier so an der Dingens hängt. Ist noch ein bisschen warm, aber guck mal, komplett, sieht man das? Also, ja. Ihr filmt da alle so, guck mal, wie ein Schmierfilm. Das ist Interflon, ich rieche das richtig. Schaut mal, Leute, ist das fokussiert? Ja. Komm mal hier ins Licht, Papa. Sieht man das? Bist du scharf? Ein bisschen runter? Ja. Jetzt. Genau. Wie da, ne? Also, aber jetzt mal, ey, André, jetzt mal ohne Scheiß, Jetzt mal abgesehen von Interflon, warum können das nicht andere Hersteller? Ja. Ist da irgendwie Substanz? Sparen die an dem nötigen Mittel? Wir haben halt den Vorteil, also man muss dazu sagen. Nein, jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben halt den Vorteil, wir sind ein Unternehmen, wir forschen selbst, wir entwickeln selbst. Und das machen andere aber auch. Und andere kaufen auch viel dazu. Ja. Weil es halt auf dem Markt gut ankommt. Wir produzieren selbst, vertreiben es selbst. Bei uns ist das alles aus einer Hand und das merkt man halt einfach. Aber ist da denn auch in der, weißt du, es ist ja bei vielen Sachen so, die Konzentration an Mittel X ist ja immer so ausschlaggebend, ne? Mhm. Macht ihr da mehr rein als andere oder? Wir sind ja von der Chemie her schon ganz anders aufgebaut wie andere. Ja gut, dann habt ihr halt das nötige Know-how, sagen wir es so. Sagen wir einfach mal Know-how dazu. Ja, okay. Wenn ich mir, es ist ja, es gibt ja einen großen Schraubenhersteller, der ganz viel technische Schmierstoffe und Chemie produziert. Wir haben uns halt einfach auf das ein wenig fokussiert und haben gesagt, wir machen das, was wir gut können, machen wir halt dafür perfekt. Und okay, das gut, ist halt, das ist genau. Sehr gut. So, der vorletzte. Sorry, wenn ich jetzt... Aber auf den letzten bin ich trotzdem gespannt. Bin schon wieder auf dem Motor hier. Weil nicht, dass dann deine Hose nass wird, gell? Ist mir egal. Solange hier nichts bricht, ist mir das egal. Ich meine vor Freude. Achso, okay. Vielleicht vom Hund her oder so. Scheiße, guck mal, wie selbstbewusst der ist. Das ist... Ja, was glaubst du, was ich für Eier haben möchte, hier 900 Kilometer herfahren? Guck mal, sagen, wir können das und dann können wir es doch nicht. Geschmiert, ne?
Überall feucht da unten, siehst du? Und das ist nicht, weil ich eine scheiß Verbrennung habe oder zu viel Diesel. Das ist Interflon. Okay. Wenn du das nächste Mal Ducato da hast, komme ich wieder. So, gibst du mir den neuen? Klar. Vorsicht, Vorsicht. Also nur das Gewinde hier, ne? Hat er ganz fein mit dem Finger. Ja. Ich schmeiß ihn jetzt nur rein, ich muss den mit Drehmoment anziehen. So, Leute, jetzt kommt aber der, Stunde der auch der wirklich Wahrheit. Defekt ist, wo wir definitiv. Also ich schwör's euch, ich habe hier gedrückt und hatte das Gefühl, knickknack oder ab. Also das war wirklich das Gefühl. Und wenn es jetzt genauso weich wie es bei den anderen ist, dann bin ich wirklich schockiert. Über die Ruhe. Bewegt sich doch schon. Boah, was? Ey, boah, ey, ne. Nein! Wie heißt eure Firma nochmal? Interflon Deutschland GmbH. Ey, was? Aber guck mal, es ist schwer. Guck mal, ich kann nicht mit dem Finger schon hier rausdrehen. Ja. Also der war schon fest. Aber trotzdem hat gelöst. Aber trotzdem wunderbar. Guck mal, hörst du richtig quietschen? Ja. Guck mal, wie er lacht, so selbstbesicher. So kommt da einer aus dem tiefsten Süden hier. Ja, aus dem gelobten Land. Ja, oder so. Aber guck mal, bis zum Ende. Ich kann den nicht mit der Hand rausdrehen. Papa, probier. Nicht, dass die Leute den nicht verarschen. Versuch mal, mit der Hand rauszudrehen. Nee. Guck mal, wie fest der ist. Der ist wirklich fest. Ja. Noch fest. Ja, mein Vater, das ist ja auch immer so, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe so extreme T-Shirts oder Injektoren, ne, ja, die so extrem ausschauen oder der von oben vielleicht auch schon Ölkohle oder so dran ist, ne, dann muss ich ja tatsächlich noch mit EM30 arbeiten, aber das funktioniert genauso. Also da. Guck mal, immer noch, bis zum Ende. Also der ist, ich bin gespannt, wie der jetzt aussieht, wirklich jetzt, ohne Scheiß. Jetzt wird es leichter, aber irgendwann muss er doch kommen. Boah, jetzt kann ich ihn drehen. Boah, meine Finger sind auch glatt. Vom Teflon. Hä? So lange ist das Gewinde doch gar nicht. Oder hängt der da im Dingens drin? Warte mal. Vielleicht kann ich den rausziehen. Nee, weil der vielleicht ein bisschen angefressen sein. Ne? Ja, aber so lang ist das Gewinde doch gar nicht. Gut, 10 Meter. Probier mal selber. Dreh mal. Ja. Vorsicht. Den kannst du davor reinstecken, oder? Nee, ich halte fest. Probier mal selber. Oh, jetzt kommt's. Jetzt wird spannend. Fühlt sich an, als ob er noch dreht, oder? Ich glaube nicht fest. Also er hat sich auf jeden Fall gelöst. Ja, ja, oh, also drehen tut er sich auf alle Fälle, abgerissen ist er nicht. Nee. Nee, die ist lose. Die hängt bloß irgendwo. Ist er noch? Ja, kann ja seine Verkuckung dran sind noch. Ja, gut, aber gut. Nee, also das Gewinde ist raus, den müsste man normal rausziehen können. Ja. Hier mit der Zange. Aha. Aber das ist ja ein Beweis dafür, dass ich das ernst meinte mit, ich habe versucht und das war wie Bombe. Ach, die war, ey, guck. Analyse, bitte. Ja, da war sie festgerostet. Ah, ja, genau. Aber auch hier wieder. Die war nur festgerostet hier oben. Also über dem. Also rein optisch. Gut, jetzt Schadensbild ist bei dem natürlich am schlimmsten. Und ich sag dir ganz ehrlich, das, guck mal da, die Partikel. Aber da sieht man halt, dass er auch ein richtig guter Rostlöser ist. Hier siehst du sogar, ist das Gewinde ein bisschen hier. Ja. An meiner Fingerkuppe sieht man so ein bisschen. Ja, genau. Ein Gewinde. Ey, geil. Hier kannst du den noch wieder reinstecken. Ja, aber klar. Ey. Also Leute. Papa, kannst du mich kurz filmen? Ja. So, ich werde die jetzt natürlich mit Drehmoment anziehen. Wir müssen leider sagen. Hat er recht. Also wir müssen, also es gibt wirklich wenig Momente, wo ich überzeugt bin von etwas. Und das ist ein heikles Thema hier. Auch wenn die Leute jetzt denken, oh, das sieht ja im Grunde hier, ne, der Corpus Delictus hier. Wir können ja mal alle hier, kannst du nochmal, Papa, einmal auf den Tisch filmen. Guck mal, jetzt sehen wir ja alle Alten. Und klar, hier, der auch defekt ist, da sieht man eindeutig, wie er natürlich hier auch von der Farbe her ganz anders aufgestellt ist. Und der hatte eine Undichtigkeit hier.
Vielleicht war er nicht fest genug angezogen oder so. Da sind auf jeden Fall ein paar. Oder er ist zu heiß geworden. Kann auch vielleicht sein, dass innen drin. Da ist ja ein Draht. Genau. Ist auf jeden Fall, sieht man hier Rußspuren. Alle sind ganz leicht abgegangen. Der letzte klebt jetzt nur noch eigentlich. Ne? Ey, also ich bin, also wirklich jetzt. André, wie heißt dein Chef? Benedikt. Ich habe vorhin Chef gesagt, aber er ist, du bist Deutschlandvertreter, ne? Ja, ich bin, ich vertrete halt ein Gebiet in Deutschland. Ja. Berater, ja, genau. So, und jetzt wird er ein paar von diesen Döschen hier irgendwo lassen. Ja. Und die werde ich dann am Samstag im Livestream verlosen. So machen wir es. So machen wir es, damit die Leute auch wirklich zu Hause das mal testen können. Ansonsten, Leute, wir werden das jetzt hier beenden. Jetzt kommen die Neuen rein, alles kein... Jetzt ist ja easy peasy. Easy peasy. Wir wollen euch nicht hier auf die Folter spannen. Wir werden das mit Drehmoment jetzt anziehen, alles schön und gut. Motor läuft, lief ja sowieso. Was wollte ich sagen? Genau, wenn die Leute jetzt sagen, ich möchte so eine Dose kaufen, mhm. weil ein Gewinnspiel ist schön und gut, aber da sind viele Leute, die halt mitspielen und dann... Jetzt hatte ich... War meine Schuld, ich hätte vorher mit dir reden sollen. Bei Amazon gibt es ein paar Händler, die überspitzen das Ganze. Die ja. verkaufen das für 30 plus. Genau. Können wir jetzt komplett entgegenwirken. Weil ich habe vorhin schon mit ihm gesprochen. André, mal dir aus, wenn das jetzt klappt, das Beispiel, wird es wahrscheinlich ein paar Leute geben, die da Interesse ja. dran haben. Du hast jetzt ein Angebot. Genau, also ihr könnt natürlich über unsere Homepage, über unseren Verkauf, da ist ein Link in der Videobeschreibung. Genau. Könnt ihr uns anrufen, wir haben 75 technische Berater, die werden sich dann mit euch in Verbindung setzen. Und 75? Dann, ja. Alter, ihr seid ja doch groß. 75 Jungs und Mädchen, die, oder Mädels, die draußen für euch auch unterwegs sind, genau, die werden sich dann bei euch melden. Vielleicht auch mal eine Werkstatt. Genau, einfach melden, wir kommen vorbei, wir zeigen es euch auch nochmal direkt in einem praktischen Beispiel, das ist kein Thema. Genau, so machen wir es. Ja, also ich bin definitiv, ich werde jetzt ja auch Ohren und Augen aufhalten. Ich glaube, der Alberto, der hat ein kleines Problem. Ich will das jetzt überall testen. Ich will es überall reinsprühen. Ist ja kein Stress. Ne? Alles gut. Link in der Videobeschreibung. Habt ihr Interesse daran? Ansonsten Samstag für diejenigen, die denken, sie haben Glück, was natürlich ja, genau. normal ist. Du bist aber, nimmst aber nicht teil, ne? Nein, ich nicht. Weil er ist auch Zuschauer. André, ich danke dir vielmals für die ganzen Kilometer, für diese wirklich geile Demonstration, das geile Gefühl für mich. In diesem Sinne, euer Mr. Do It. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, bis dann. Ciao. Danke, Daddy. Bitte, mach aus. Ist der bessere Kameramann. Ja, er will jetzt nach Hause fahren. Ja, wie immer. So, tschüss.